Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde PUBG mit mir, dem Nick. Auf der alten Karte, alleine unterwegs. Ruckler hoffe ich mal ein bisschen behoben zumindest. Ich habe was geändert. Und wir springen jetzt einfach mal. Rostock, Juliana, keine Ahnung. Ich springe einfach irgendwo. Ich springe einfach da ab. Und dann schauen wir mal, wo mehr abspringen. Oder wir. Oh ja, genau da. Wir können auch mal in die überflutete Stadt da reinfliegen. Ist auch selten gesehen. Wobei ich da gerne hingehe. Also, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Kampfgebiet. So, haben wir denn hier irgendwen? Wer hat's gedacht? Einer muss ja, ne? Einer ist ja Pflicht. Sonst wäre es ja langweilig. Ja, hallo. Na, ganz toll. Na, dann kommen wir mit auf mein Dächlein. Und dann hau ich dich weg und dann kann ich looten. Alles klar. Klingt nach einem Plan. Und es ruckelt immer noch. Ist nicht gern gesehen. Ich höre hier was. Ah ja. Alles klar. Problem gelöst. Wir machen weiter. Okay, ich gebe zu, das war als Assi, ja, aber ey, die Granate lag da und er hat sie nicht genommen, also nehme ich die. Wo ist denn das Dach? Hier ist das Dach. Ich will keinen Fallschaden kriegen jetzt direkt. Ah, wir sind in Zone. Oh, diese hässliche Schrotflinte, ne? Hasse ich diese Waffe. Die ist auch nicht gerade besser. Aber. Sind das Schritte? Oder Schüsse? Ich hätte lieber Schüsse, ehrlich gesagt. Boah, ich habe so Paras. Das da und das da hätte ich gerne. Das hätte ich auch gerne. Bratpfanne ist immer gern gesehen. Alter, das ruckelt ja ohne Ende. Ich glaube, ich muss das gleich nochmal abändern. Das funktioniert so nicht. Na, komm. Der Loot ist hier natürlich wie immer nicht so krass. Aber das erwartet man noch nicht, wenn man hierher geht eigentlich. Man erwartet Ruhe. Was ich jetzt nicht so hatte, ehrlich gesagt. So, dann können wir das hier draufsetzen. Kompensator. Gerne doch. Das hier auch gerne. Nein, nein, nein! Toll. Kann ich hier hoch? Hier war doch eine Treppe irgendwo, oder nicht? Hier? Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Ist keine Treppe. Okay. Alter. Das wäre jetzt fair gewesen. Ja, aber hier war ich doch schon, nicht Depp. Das Ding kann man auch mal mitnehmen. Das habe ich zwar noch nie geschmissen, aber pff, was soll's. Hier unten war ich noch nicht drin. Das, ja, naja, Frieden bin ich nicht.
Viel Schaden macht die Mini eigentlich. Nicht so viel. Bleib mal bei der UMP. Damit reiße ich sowieso viel mehr. Die einzige Sniper, die ich kann, eigentlich ist die K. Und dann schieße ich auch nur, wenn der stehen bleibt, der andere. Apropos K. Von wo? Konnte mich im Stehen besnipen jetzt nicht mehr. Ja, die Möglichkeiten sind ja nur von da bis hier. Ist ja super. Okay, von wo? Im Haus vielleicht. Könnte durchaus sein. Das war eine schöne Waffe, Kollege. Kriege ich die? Komm, hier rein da. Wow. Geil. Ha. Ja, ich denke, das mit der UMP hat sich gerade erledigt. Das Geile ist dann doch noch ein bisschen nicer. Ich bin mir fast sicher, dass der Schuss aus der Richtung kam. Kann mal kurz gucken. Ist die Kugel denn eingeschlagen? Jetzt machen wir hier Tatort-Nachstellung. Keine Ahnung, aber ich denke mal schon von da hinten. So die beste Posi. Um hier rüber zu snipen. Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal hin. So in die Richtung zumindest. Und sagen mal hallo. Spastische Zuckungen hat mein Charakter hier. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, aus dieser Richtung kam. Oben auf dem Dach. Steht er da nicht? Und ich habe wieder Halluzination. Und da steht einfach niemand. Und ich habe jetzt einfach mal hier gesagt, hallo, hier bin ich. Komm und hol mich. Dude, ich erwarte dich. Mit Freuden. Hier liegt auch nichts rum. Gehe ja eigentlich davon aus, dass ich gleich tot bin, aber irgendwie. Entweder es nickt sich an oder er traut sich nicht zu schießen. Ah, den nehme ich gerne, den Griff. Okay. Jetzt werden wir ja sehen, wo er war. Ich bin immer noch der Meinung, im anderen Haus. Boah, die AKM ist so stark geworden, ne? Nachdem das Spiel draußen war. Wo ist das denn? Hä? Moment. Das ist die Schule. Au! Alles klar. Meine Damen und Herren, das ist das beste Beispiel eines Hackers. Ich habe mich schon gewundert. Weil die einzige Pusi, wo er mich jetzt hätte töten können, wäre in einem anderen Haus. Und die Scheibe ist auch nicht zerschlagen, als die Kugel kam. Na gut. Das, meine Damen und Herren, ist ein Hacker.
Hat sich leider gehäuft in den letzten Wochen und wird immer schlimmer, was ich nicht so geil finde. Ja, der hat mich einfach gewallbankt durch die Schule. Durch die Schule durch. Okay, vielen Dank fürs Zusehen, haut rein. Und bis zur nächsten Folge PUBG, hoffentlich ohne Hacker.